In der staatlichen Gemeinschaftsschule Kulturanum in Jena geht es nicht nur bei der Bandprobe um Musik. Jede Lerngruppe heißt wie ein Instrument. Es gibt die Posaunen, die Violinen oder die Bongos. Ab Jahrgang 4 macht jeder Schüler Musik, singt im Chor oder lernt ein Instrument in der Band, der Brassband oder in der Percussion-Gruppe, unterstützt von externen Kooperationspartnern. Miteinander, das große Stichwort miteinander, Musik zu machen, nicht gegeneinander und zu merken, Mensch, wir als Gruppe sind ja deutlich mehr als die Summe unserer einzelnen Mitglieder. Wir können was richtig Tolles auf die Beine stellen. Die Schule als ein großes Orchester, das seine Instrumente immer wieder neu stimmen muss, um ein harmonisches Zusammenspiel zu erreichen. Das ist die Idee. Fast der gesamte Unterricht der gebundenen Ganztagsschule erfolgt in Jahrgangsmischung. Im Erdgeschoss die Jahrgänge 1 bis 3, die Blasinstrumente. Im ersten Stock die Jahrgänge 4 bis 6, die Schlaginstrumente. Im zweiten Stock die Streichinstrumente, das sind die Jahrgänge 7 bis 9. Und ganz oben die Jahrgänge 10 und 11. Das Besondere an unserer Schule ist, dass es eine Gemeinschaftsschule ist und das im wahrsten Sinne, dass hier eine Gemeinschaft von Lehrern und Schülern gemeinsam lebt, lernt und arbeitet, wie wir immer sagen. Und dass das Wort Gemeinschaft nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass diese Gemeinschaft wirklich gelebt wird. Wer möchte an die Tafel schreiben? Janne? Wer stellt die Fragen, falls wir irgendwas? Oliver verteilt bei den Saxophonen, eine Stammgruppe der Jahrgänge 1 bis 3, die Aufgaben im Datumskreis. Den Kalender holen, Tag und Datum an die Tafel schreiben, auf den geraden Rücken achten. Fast jede Stunde beginnt im Kreis. Und das wollen wir hier vorm Fenster in die Erde stecken. Was ist das? Da kann etwas Großes draus werden. Heute geht es mit Rucksack und dicker Jacke zu Fuß zum Frühstück unterm Apfelbaum. Und vorher Sonnenblumenpflanzen vor dem Klassenfenster. Einmal im Monat haben die unteren Jahrgänge Draußentag. Es geht darum, Erfahrungen zu machen im Lernraum Natur. Die lernen das soziale Verhalten, die lernen die Natur wirklich kennen, viel besser oder überhaupt als aus dem Buch. Sie lernen auch, dass man sich anders kleiden muss, wenn man länger draußen ist. Ganzheitlich lernen. Zur selben Zeit in der Lehrküche. Sportleiterin Annette Schultheiß bereitet mit einer Gruppe Schüler Frühstück vor. Meistens helfen auch Eltern mit. Für die ganze Schule machen sie das mehr als 300 Portionen. Und jeden Tag was anderes. Heute ist Obst- und Gemüsetag. Jeder Schüler, jede Schülerin hat mal Frühstücksdienst für die Schulgemeinschaft. Das Anliegen von uns ist, jeden Tag frisches Frühstück zu bekommen für die Kinder. Und das Gemeinsame an Erleben des Zubereitens und das mit den Lehrern und den Kindern am Tisch sitzen und das selbstgemachte Frühstück zu essen. Wie viele Viertel brauchst du, um ein Ganzes zu haben? Mathematikunterricht bei den TomToms, eine Lerngruppe der Jahrgänge 4 bis 6. Seit der Gründung der Schule 2012 werden in allen Lerngruppen Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet. Der gesamte Schulalltag ist auf individualisiertes Lernen ausgerichtet. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen Schülern, die eine Einschränkung haben und keine Einschränkung haben. Natürlich gibt es Schüler, die manche Sachen besser können und andere Schüler können andere Sachen besser. Aber bei uns lernen alle Kinder gemeinsam und jeder lernt nach seinem Tempo. Differenzierte Materialien, von der Schule selbst erarbeitet, kommen allen Schülern zugute. Die Lehrer begleiten sie auf ihrem individuellen Lernpfad mit verschiedenen Stufen und Lernzielen, die die Schüler alleine oder in Gruppen bearbeiten. Es ist anders. Man muss halt auch damit rechnen, dass wenn man zum Beispiel jetzt eine Gruppenarbeit macht, dass wenn alle in verschiedenen Tempo arbeiten, dass man natürlich auf die langsamen warten muss. Und die Schnellen, die kriegen dann aber auch Zusatzaufgaben und so. Also langweilig wird einem nie. So, also jeder wird auch gleichberechtigt und so. Und das finde ich schon gut. Große 90 Minuten Unterrichtsblöcke, Pausen und Entspannungsphasen wechseln sich im Tagesverlauf ab. Nach dem ersten Block steht das Frühstück auf dem Stundenplan. Lehrer und Schüler frühstücken gemeinsam. Wertschätzung, Akzeptanz, jeden annehmen, wie er ist. Diese Haltung bestimmt den Schulalltag, auch im Lehrerzimmer. Inklusion beginnt im Lehrerzimmer. Also
jeder ist hier erstmal willkommen. Und gerade bei unseren Schülern sagen wir, egal wie er am Tag zuvor die Schule verlassen hat, er ist am nächsten Tag wieder willkommen. Das ist immer so die Grundvoraussetzung. Jeder Tag ist eine neue Chance. Das wünschen wir uns. Manchmal ist das auch schwer, ja. Also wir sind sehr, sehr nah am Schüler und auch am Kollegen. Ich glaube, wir kennen uns mittlerweile alle sehr gut. Ja, also wir verbringen ja hier den ganzen Tag auch zusammen als Lehrer. Wir treffen uns teilweise auch noch danach. Hier findet Leben statt, ne? Und es ist nicht nur, es ist Schule und dann bin ich wieder weg. Projektunterricht ist das fächerübergreifende Herzstück des Unterrichts in allen Jahrgangsstufen. Das Thema bei den Hi-Hats, einer Lerngruppe der Jahrgänge 4 bis 6, ist Kinderliteratur. Die Aufgabe, eine Buchrezension. Das Buch ist ein lustiges, spannendes, aber auch trauriges Buch. Im Projektunterricht lernen alle in Gruppen am gleichen Gegenstand. Einzelarbeit gibt es nur selten. In jeder Gruppe sitzt jemand mit ganz anderen Stärken. Und die Stärken gilt es einzubringen. Und wir sagen mal, die Stärken zu stärken und die Schwächen zu schwächen. Und das funktioniert am besten im Projektunterricht in einer Gruppe. Jeder kann das tun, was er besonders gut kann. Und dann wird das Produkt umso besser. Am Ende versammelt sich die ganze Lerngruppe zum Feedback. Ich gebe mir einen Stern, weil wir heute relativ fast alles geschafft haben, was wir sollten. Ein Stern als ehrliche Rückmeldung an die eigene Leistung und die der ganzen Gruppe. Konstruktiver Ansporn für die weitere Arbeit in der nächsten Stunde. Auch die Lehrer machen mit. Ich gebe mir heute einen Stern, denn ich glaube, die drei Gruppen, die ich so mit betreut habe, die habe ich ganz gut vorangebracht. Ich finde das sehr gerecht und auch wichtig eigentlich mit, weil die Lehrer, die haben ja auch in manchen Stunden gute Stunden, wo sie viel helfen können, manche Stunden, wo sie überhaupt nichts wirklich machen können. Und das wäre ja irgendwie sonst ein bisschen blöd, wenn die Lehrer dann sagen, ja, macht mal und wir machen da nichts. Sie geben auch ein gutes Beispiel bei ab, weil sie sich auch selber einschätzen. Als Schule im Aufbau arbeitet das Kollegium intensiv an der eigenen Schulentwicklung, zum Beispiel an der Einführung einer gymnasialen Oberstufe, zusammen mit zwei anderen Gemeinschaftsschulen in der Stadt. Jedes Kind, das hier mit der Schule beginnt, soll auch hier einen Abschluss machen können. Die Schule versteht sich von Anfang an als Schule für alle Kinder. Wir sagen zwar immer, eine inklusive Schule sind wir, wenn wir nicht mehr drüber sprechen. Das haben wir noch nicht ganz erreicht, aber ich denke, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Also nur, wenn man das auch wirklich will, funktioniert es. Wenn man Angst davor hat, dann kann es nicht werden. Also man muss die Einstellung haben. Also man muss diese Kinder einfach alle lieben und sie so nehmen, wie sie sind. Und dann passt das schon. Inklusion ist für die Gemeinschaftsschule Kulturanum in Jena gelebter Schulalltag, wo das Miteinander entscheidend ist. So wie in einem Orchester, damit es am Ende gut klingt.